Liebe Freunde, was geht? Mein Winterschlaf ist nun vorbei. Wir schreiben das Jahr 2016. Erstmal wünsche ich euch ein frohes Neues, auch wenn es leider einen Monat zu spät kommt. Lieber spät als nie. Ja, 2016 wird auf jeden Fall ein besonderes Jahr, nicht nur weil die Welt untergehen wird, denn Resident Evil wird 20 Jahre alt, ja. 1996 erschien Resident Evil das erste Mal dann in Amerika am 30. März, am 1. August darauf folgt es dann in Europa. Ich habe heute für euch, ja, mich erstmal in Schale geworfen hier. Ja, wie ihr sehen könnt. Und habe den ersten Teil von Resident Evil, habe ich mir als HD-Remake für die PlayStation 4 geangelt hier. Und den werden wir jetzt feuchtfröhlich spielen, ja. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich. Flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate.
I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Liebe Freunde, willkommen im wahren Samenspender des Survival-Horrors. Willkommen zu Resident Evil. Und ihr seht schnell, es herrscht ein düsteres Ambiente in diesem Spiel. Und es wird richtig, richtig schaurig schön jetzt. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Okay. Also, wir wollen mal hoffen, dass das Blut nicht von Chris ist. Ja? Wir schauen uns erstmal ein bisschen hier im Esszimmer um. Und wir haben hier direkt eine Schreibmaschine, liebe Freunde. Automatisch speichern ist hier nämlich nicht. Wir dürfen jetzt immer die ganze Zeit schön rumrennen und diese Schreibmaschinen suchen. Und selbst da können wir nicht einfach speichern. Wir müssen noch dieses Farbband besitzen. Okay? Also ihr könnt euch schon mal auf sehr wenig Schreibmaschinen und sehr viel Rumgerenne freuen, ja? Gut. Drehen wir mal eine Runde hier. Ich glaube, so auf Anhieb sehe ich jetzt hier nichts. Okay, wir gehen erstmal durch die Tür hier, denn hier beginnt der ganze Spaß erst. Wir gehen jetzt schön vorsichtig nach links und da offenbart sich der erste Zombie. Oh. So, aber wir sind natürlich vorsichtig und wollen Munition sparen, deswegen ein kleiner Tipp von mir. Geht einfach wieder zurück und lasst den großen, starken Mann die Sache klären. Barry! What is it? Look out, it's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Okay, dann wollen wir das mal schnell Captain Wesker melden. Zack, zack, Barry kommt hinterher. Wie gesagt, ne, Munition sparen ist das A und O in diesem Spiel. What the fuck, man? Wir gehen erstmal gucken, was da los ist. Vielleicht ist er noch nicht tot. Oh, damn. Wo ist der denn jetzt? Vor allen Dingen so schnell. Ihr habt doch gesehen, wie der gerade da so hergetorkelt ist. Mysteriös, mysteriös. Wir werden der Sache noch auf den Grund gehen, liebe Freunde. Wesker! Wesker? Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Okay. Alles klar. Nochmal kurz vorab. Ich habe euch gerade das lästige Optionenmenü und so alles erspart. Ich habe mich für Jill Valentine entschieden, weil sie ist ein geeigneter Charakter für einen Einsteiger für dieses Spiel jetzt, sag ich mal, wer das noch nicht gespielt hat. Denn Jill Valentine besitzt im Gegensatz zu Chris, den ihr auch noch, oder Chris, den ihr auch noch wählen könnt, 8 Item-Slots. Und wir bekommen gleich von Barry einen Dietrich.
Ja, das ist auch sehr wichtig, ne? Chris hat im Gegensatz dazu nur, glaube ich, 6 Item-Slots. Und ich glaube, das war's. Ein Feuerzeug oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Aber Jill ist auf jeden Fall ein sehr korrekter Charakter aus Resident Evil. Ist ein Kultcharakter, ne? So, wir gehen einfach mal nach oben, schauen, ob sich hier der Cap... Ach, das ist eine Tür. Okay. So. Hier oben scheint Captain Wesker auch nicht zu sein. Okay. Also ich kann mich noch erinnern, dass damals in dem ersten Resident Evil selbst eine, so eine kurze Animation war, wenn ihr auch die Treppen runtergegangen seid. Das ist hier auch nicht mehr. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Seht ihr? Da haben wir ihn. Den Dietrich. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Okay, Leute, wenn wir von einem Zombie gefressen werden, sollen wir einfach zurück in die Halle gehen. Das ist alles kein Problem, ne? Wenn irgendwas passiert, wissen wir jetzt Bescheid. Gut, dann gehen wir mal in den Ostflügel, wie besprochen. Und schauen mal, was da so abgeht. Eine Statue. Doch, die kommt mir bekannt vor, die kenne ich noch. Und da oben blinkt was, seht ihr das? Da gibt es was zu holen. Ich glaube, das war... War da Karte? Ich glaube, das war die Karte oder sowas. So, das ist nämlich ganz easy. Wir versuchen jetzt mal nicht gebissen zu werden und schieben einfach mal die Kommode an die Statue. Und da sehen wir schon oben. Da ist was in der Vase drin. Ups. Nee, da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier... Wo muss ich denn noch? Ah, da. Okay. Müssen wir mal eben gucken, welcher Knopf... So, okay. Da ist eine Karte von Villa Erdgeschoss. Mitnehmen. Ja. Okay. Ganz schön groß. Und das nur das Erdgeschoss? Na gut, okay. Alles klar. Kein Problem. So, ja, Villa Erdgeschosskarte, alles klar. Safe. So, und jetzt gehen wir mal da in diesen Raum. Sieht aus wie ein Abstellraum. Was ist das? Ein düsteres Gemälde des Hauses. Schaurig. Hello? Oh. Ein Dolch. Ja, den nehmen wir mit. Mit. Ah, okay. Verteidigungsobjekte. Bla. Ja. Okay. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Alles uninteressant. Brauchen wir gar nicht, so ein Scheiß hier. Es geht... Oh, shit, man! Oh, ein schäbiges Kerlchen. Zack, zack, zack. Oh, 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 schnell rein mit dem Ding. Zack. Okay, weg hier. Ich habe nämlich keine Lust, Patronen zu verschwenden, liebe Leute, wie ich schon gesagt habe. Deswegen schieben wir einfach die Kommode wieder vor diesen Flur. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auf jeden Fall Safety First. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht... Der kommt gar nicht, ne? Egal, wir machen es trotzdem. Oh, Herbert, mach's gut, ne? Ich lass dich da mal hier. Alles klar. Kommt der noch? Nee, ich denke, der torkelt da hinten in der Ecke rum. Der kommt nicht mehr. Würde ich sagen, wir gehen nochmal auf jeden Fall zurück ins Esszimmer.
Denn ich denke, da gibt es noch einiges. Zumindest da, wo wir den ersten Zombie getroffen haben. Der hat ja nämlich gerade an so einem Kollegen von uns rumgeknabbert. Dann würde ich sagen, mal, gehen wir zackig mal dahin. Oh, diese Uhr. Boah. Würde mich aber klopp machen hier. Okay, kein Barry hier. Gehen wir einfach mal hier rein. Immerhin ist da eine Zombie ja gerade auch abgehauen und schauen wir mal nach, ob der wieder hier ist. Okay, keiner hier. Alles klar, außer der tote Kollege hier. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Okay. Anscheinend hält er etwas fest. Interessant. Was haben wir denn da? Kenneth Film. Kenneth. Okay, das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, bla 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 bla. Okay, gut. Wir müssen auf jeden Fall ein Video. Ist das da ein Videorekorder? Nee. Ich glaube nicht. Das ist so. Was? Hallo? Ich denke, ich werde durch die eine Tür da gleich gehen, ne? So, ich. Ja, wir gehen mal da durch hier. Der Herr kann ruhig da hinten stehen bleiben. Das ist alles easy. Okay. Hello again. Ein neuer Raum. Und Jills Brüste wackeln. Seht ihr das? Und nochmal. Und wip. Und jetzt nochmal. Und wip und wip und wip und wip und wip. Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen krank, Leute, ja. Okay. Alle mal Hashtag krank, ja, die jetzt gerade auf die Brüste geguckt haben. Also bitte schämt euch. Und das, was hier so leuchtet, ist kein Dildo, liebe Freunde. Das ist nämlich ein Pistolenmagazin. Immer gern gesehen. Und da vorne haben wir zwei grüne Pflanzen. Eher gesagt, grüne Kräuter. Grünes Kraut. Ist klar. Und noch ein grünes Kraut. So, und das Gute ist, wir können die beiden jetzt kombinieren, liebe Freunde, ja. Ich glaube, dann geben die uns sogar noch mehr Gesundheit, wenn wir so ein bisschen am Arsch sind, ne. Grünes, hier, gemischte Kräuter. Ist klar. Okay. Ein Toter. Ich wette, der steht gleich irgendwann auf. Wenn ich bestimmt, wenn ich oben bin. Ja. Vorsicht, was haben wir? Eine Tür, okay. Warten wir mal. Steht der auf? Alle mal lauschen jetzt. Ich höre nichts. Immer noch nicht. Aha. Ich glaube, da tut sich nichts. Na gut, dann gehen wir mal durch die Tür hier. Mal sehen, was uns da erwartet. Füße. Ich sehe Füße. Dort liegt einer. Hallo? Der steht jetzt bestimmt auf, ne? Hallo? Hallo? Ich denke nicht. Hallo? Ja, wer bist du denn? Ja, komm mal her. Ja, komm doch mal her. Ja, fein. Ja, fein. Ja, komm. Ja, komm. Ja, wo bist du denn? Ja, hallo. Hallo. Zack, zack. Der ist auf keinen Fall tot. Der steht auf. Jetzt geh kaputt. Verpiss dich, verpiss dich. Oh, wie viel die einstecken, ey. Das ist nicht wahr. So, schaut mal zwischen seine Beine. Der pinkelt sich gerade nicht ein. Das ist nämlich das Blut, was er verliert. Und wenn das geschieht, dann ist er auf jeden Fall tot. So, die zwei Pflanzen lasse ich jetzt einfach mal hier. Ne, wir wollen ja Platz sparen. So, hallo? Und mal gucken, ob noch ein Kollege von dem anderen hier ist. Denn so Zombies kommen ja meistens nicht alleine, weil die haben ja immer Kollegen dabei. Spiegel. Oh, da hat was geblitzt, Dingst. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, dann spult mal zurück und guckt nochmal. Wir machen das alles sehr vorsichtig und gelassen. Und das hat wahrscheinlich da gerade geblinzt in dem Spiegel.
Ein Pfeil. In einer Statue. Goldener Pfeil. Mitnehmen, ja. Ja, klar. Ne? Nehmen wir noch mit. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Okay, gut. Dann gehen wir mal ins Menü und checken mal den Pfeil aus. So, prüfen. Alles klar. So, jetzt können wir ein bisschen rumzoomen, den ein bisschen bewegen. Ja, ist ein schöner goldener Pfeil, ne? Da können wir jetzt mal gucken, ob sich da irgendwas verbirgt. Wir können dann eigentlich hier X, genau, X ist untersuchen. Dann schauen wir mal. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Okay. Pfeilspitze. Okay. Die Pfeilspitze, boah, dieses Wort, wie oft muss ich das denn noch sagen? Besteht aus Peridot. Heißt das Peridot? Sag mir mal, schreib mir mal in die Kommentare, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das wie Smaragd aussieht. Okay. Gut, ja, wir haben jetzt diese Pfeilspitze und ich weiß, wo die hin muss. Dazu müssen wir auf jeden Fall rausgehen, zu dieser Tür, die in der Eingangshalle so versteckt ist. Ja, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich das mal gesehen habe. Okay, alles klar. Gut, wir machen jetzt mal weiter. Zwei Türen. Oh, wir gehen immer rechts. Rechts, rechts rum gehen wir immer. Ja, ja, meine Freunde. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Tja. Hätten wir jetzt nicht den Dietrich wollen, dann wären wir jetzt am Arsch. Wären wir jetzt am Arsch. Ah, okay, wir sind wieder im Esszimmer. Diesmal im ersten Obergeschoss. Und wen haben wir denn da? Ah, das ist der Joachim. Ja, grüß dich, Joachim. Ja, wie ist es dir? So, den erschießen wir jetzt nicht. Weil wir wollen Muni sparen und der ist so lahmarschig, der kriegt uns eh nicht. Und was haben wir denn da? Ein Dolch. Ja klar, nehmen wir den mit. Diese Verbrauchsgegenstände nehmen, glaube ich, keinen Slot ein. Ich glaube, das ist richtig so. Und ein blauer Diamant. Ah, stimmt. Wir kriegen den Diamanten, wenn wir die Statue da runterschubsen. Ja genau, hier. Ja, krass. Wo die Halterung fehlt, da, hier. Das, nice. Aber das machen wir später. Das machen wir später alles zu seiner Zeit, ja. Wir gehen jetzt erstmal in die Eingangshalle. Oh, nee, mal nicht daher. Wollen nicht beim Joachim. Lassen den da mal schön. Hat ein paar Gläschen Bier zu viel getrunken. Und torkelt jetzt hier gerade so wild durch die Gegend. So, okay, nice. Dann sind wir wieder in der Eingangshalle. Das ist immer so ein erleichternder Moment, wenn wir in diese ruhige Halle kommen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal in den Garten. Liebe Freunde, wir gehen jetzt in den Garten hier hinten oder Außenbereich oder was auch immer. Und da erwarten uns meistens Hunde. Und Hunde sind scheiße. Hunde sind scheiße in Resident Evil, ja. Zombies sind auch okay. Die schleichen so und stöhnen. Aber Hunde sind scheiße. Hunde sind scheiße, ey. Scheiße. Die sind scheiße, ey. Die sind so schnell und so flink und einfach scheiße. So. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Aber da blinkt was. Das will ich haben. Ist das ein Friedhof? Tja, sowas muss doch jeder haben, ne? So einen hauseigenen Friedhof. Ist auch Standard, ne? Das muss sein. Oh, was haben wir hier? Ah! Sieh mal einer an. Ein Grabmal mit einem Bild. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Wer hätte das gedacht, liebe Freunde? Oh, zufällig haben wir eine dabei. Die verwenden wir jetzt mal. Und schauen, was passiert. Oh. Eine Gruft. Da gehen wir jetzt mal runter. Da gehen wir. Scary! Jawohl, ein anderes besagtes Rätsel des Hauses. Genau hier müssen wir so vier Masken finden, die wir im Laufe des Spiels ja im Haus finden und so. Und wenn wir die alle betätigt haben, dann kommt dieser Sarg, dies, das, ihr wisst Bescheid jetzt. Und ja,
So sieht's aus. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall... Hier haben wir nämlich ein Buch. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Okay. Buch der Verfluchungen mitnehmen, ja. Stehen wir mit. Und wie wir gerade schlau und klug gelernt haben, prüfen wir dieses Buch jetzt mal. So, drehen wir mal ein bisschen hier. Ist das? Okay, und... Och, was haben wir denn da? Da haben wir einen Schlüssel. Das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich, ja klar. Okay, wir haben einen Hausschlüssel. Buch der Verfluchungen. Okay, Buch der Verfluchungen. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Okay, wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Okay. Ja, also wir werden auf jeden Fall noch Spaß haben. So sieht das Ganze dann aus. Eine Statue mit einem Loch anstelle der Nase. Eine Böse, die nichts riecht. Ne? So, jetzt. Ja. Alles klar. So, checken wir mal den Schlüssel. Den Hausschlüssel, den wir hier bekommen haben. Aha. Okay, der hat ein Schwertsymbol. Mit dem können wir auf jeden Fall Türen öffnen, die jetzt ein Schwertsymbol am Knauf haben. Solche Hinweise bekommt man, wenn wir versuchen, eine verschlossene Tür zu öffnen. Ich zeige euch das mal nachher. Wir gehen auf jeden Fall wieder zurück ins Herrenhaus, da wir ja jetzt ein Rätsel auf jeden Fall erfolgreich gelöst haben. Würde ich auch mal vorschlagen, dass wir ein Päuschen einlegen. Da wäre ich für, denn wir spielen jetzt schon lange genug. Die Folge geht zu lange. Das ist wieder eine typische Pilotenfolge mit viel zu viel Input. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt mal eine Pause. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, ein Abo. Ja, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Kommentiert, ja, schlagt eure Tastatur kaputt. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal bei Resident Evil. Ich weiß noch nicht wann. Auf jeden Fall, ich liebe euch alle. Tschö.